An die, für die Familie nun zum Fulltime-Job gehört. Die, die ihr Office ins Home oder ihr Home ins Office verlegen. An die, die unsere Wirtschaft am Laufen halten und die gute Laune bewahren. An die, die zu Hause bleiben, obwohl sie dort einsam sind. An die, die ihre alten Hobbys ausgraben und ihre Geschwister gewinnen lassen, damit es harmonisch bleibt. An die, die es mit dem Abstand genau nehmen, die Meilen für Klopapier zurücklegen oder deren Geburtstagsparty leider so aussieht. An die, die sich sorgen, die, die sich melden und die, die es eigentlich nicht mehr aushalten. Und natürlich an die, von denen wir nur Bilder im Kopf haben, die uns aber gerade jetzt, jeden Tag und überall helfen, Deutschland nicht stillstehen zu lassen. Haltet durch. Wir bauen auf euch.